Okay, kommen Sie in Position. Ein Stück weiter nach vorne. Und einmal den Arm um die Dame legen. Sehr gut. Also, Sie warten darauf, dass er bei einer Verabredung auftaucht. Tut er aber nicht. Er schreibt auch keine Nachricht. Was machen Sie dann? Okay, sagen wir mal, er taucht auf, trägt aber nur eine Unterhose. Und jetzt? Sehr gut. Tilda Rasmussen? Wie geht's dir? Das ist unglaublich. Ja, ja. Danke, bis gleich. Meine Tochter, sie ist aufgewacht. Sie ist aufgewacht. Wir machen nächste Woche mit dem Shooting weiter. Billy, kannst du die Ausrüstung ins Studio bringen? Ja, mach ich. Sie hat gar nicht gefragt, was ich mache, wenn du mich versetzt. Das passiert doch viel zu selten. Von Milo gestürzt. Wie geht es ihm? Ja, gut, denke ich. Was eigentlich passiert ist? Ich weiß. Ich habe Milo einfach aus dem Stall geholt. Ohne zu fragen. Tut mir leid. Ich will wieder zurück in die Ferien. Zu Oma und Opa. Man holt Papa uns ab. Sie erinnert sich nicht daran, dass sie einen Fahrradunfall in Stockholm hatte. Sie wird wieder gesund, Frau Rasmussen. Sie brauchen jetzt einfach viel Geduld. Sie denkt, dass sie wegen einem Reitunfall in Summerby vor einem Jahr im Koma lag. Da ist sie von Milo gestürzt, dem Pferd meiner Mutter. Menschen haben große Erinnerungslücken, wenn sie aus dem Koma erwachen. Das ist normal. Ihr fehlt das ganze letzte Jahr. Ihr Zustand ist erstaunlich gut. Sie ist nur sehr labil. Erzwingen Sie nichts und unterstützen Sie sie einfach so gut Sie können. Guten Tag. Guten Tag, Herr Stendhal. Ich habe Ihrer Frau bereits alles erklärt. Ex-Frau. Entschuldigung, dass ich so spät komme. Ich bin Ihnen sehr dankbar für alles, was Sie für meine Tochter getan haben. Denken Sie daran, Mila muss entscheiden, wie schnell sie den Weg zurück in die Realität findet. Wenn Sie mich dann jetzt bitte entschuldigen. Wie geht's ihr? Sie denkt, dass wir noch verheiratet sind. Das letzte Jahr ist in ihrer Erinnerung wie ausgelöscht. Ach du Scheiße. Wird das so bleiben? Für immer? Frau Dr. Grünholm sagt, dass es das Beste ist für Kinder, wenn sie so schnell wie möglich in ihre gewohnte Umgebung zurückkommen. Und das ist bei dir in Stockholm, nehme ich an? Miller denkt, dass sie mit uns gemeinsam bei Oma und Opa Ferien macht. Was? Ich muss sie sehen.